Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Heute geht es um unseren Linear 2 Pro, ein absolutes Referenzwerkzeug für Profis mit höchstem Anspruch. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ja, warum ist eigentlich ein guter Kopfhörerverstärker im Studio so wichtig? Mit Kopfhörer zu hören, das ist wie mit der Lupe sehen. Man ist in dem Fall am Audiosignal, also an der Musik, deutlich näher dran als mit Lautsprechern. Und die Raumakustik wird dadurch zwar ausgeblendet, aber die Qualität des Kopfhörerverstärkers ist umso wichtiger. Ja, und warum sollte man dann in einen guten Kopfhörerverstärker investieren? Ja, ein weniger guter Kopfhörerverstärker führt dazu, dass man einfach für seine Arbeit schlicht länger braucht. Diese feuchte graue Hardware zwischen unseren Ohren, unser Gehirn, ist dann nämlich deutlich länger damit beschäftigt, quasi den Müll rauszusortieren, der sich in dem Signal befindet und zu bewerten, was gehört es zur Musik und was nicht. Außerdem kann man sich mit weniger guten Kopfhörerverstärkern nicht so lange konzentrieren. Die sogenannte Listening-Fatigue, also Hörermüdung, schlägt dann deutlich eher zu. Das heißt, zunächst lassen im Zweifelsfall die Kreativität nach, dann die Konzentration und später führt es einfach bei Musikern zum Beispiel auch schneller zu Fehlern. Gemessen an dem möglichen Qualitätsverlust einer kompletten Produktion ist also die Investition in einen richtig guten Kopfhörerverstärker eigentlich ein absolutes Muss. Ja, und jetzt zu unserem absoluten Referenzkopfhörerverstärker, nämlich zu unserem Linear 2 Pro. Das Besondere am Linear 2 Pro ist die sehr rauscharme Verstärkung, eine deutlich verbesserte Dynamik, und zwar um circa 10 dB im Vergleich zu unserem ohnehin schon sehr guten Linear Pro, eine ausgezeichnete Transientenwiedergabe, eine wirklich kraftvolle Class A Ausgangsstufe, die auch leistungshungrigere Kopfhörer ohne Probleme treiben kann und ein sehr stabiles Stereo-Klangbild. Das wird erreicht durch eine Selektion von Bauteilen auf sehr hohem Niveau. Mit dem Linear 2 Pro kommt man deutlich schneller und ermüdungsfreier zu validen Ergebnissen bei der Klangbeurteilung. Das bestätigen uns auch immer wieder unsere Anwender. Ja, und äh, absolute Instanz im Bereich Studiotechnik in der Presse, der äh, Chefredakteur und Inhaber des Studiomagazins Fritz Fei schreibt in seinem Testbericht zum Linear 2 Pro: Ich würde das ohne Zögern und Bedenken als Meilenstein oder Durchbruch bei der Kopfhörerwiedergabe bezeichnen. Die Transparenz, Präzision und Neutralität guter Kopfhörerverstärker erreicht durch die zusätzliche Tiefe der Darstellung des Linear 2 Pro, was meine bisherige Erfahrung mit Kopfhörerverstärkern und Kopfhörern angeht, zweifelsohne eine neue Dimension. Was sagt denn dazu Profi Dieter Krauthausen aus Köln, seit mehreren Jahrzehnten Engineer für Westernhagen? Und da ist der Fritz ja in dem Artikel hier ausgeflippt, da da nur eine Dimension war, die nicht in den... Messwerten sich unbedingt widerspiegelt. Und da war ich natürlich neugierig. Und mhm. das haben wir dann hier angeschlossen. Das Ergebnis war das Gleiche. Da hat alle gesagt: haben, Ja, der Fritz hat recht, da passiert noch was. Wir wissen nicht, was das ist oder wie du es gemacht hast, aber ist schon sensationell. Sensationell besser, tatsächlich. Und hier eine Stellungnahme vom sehr erfahrenen Toningenieur Wolfgang Feder. Dann passiert es dann doch, dass ich doch hin und wieder denke: Oh, wieso habe ich das denn über meine nicht gehört und über den Kopfhörer, über dein Verstärkerchen, sage ich mal, hört man das dann plötzlich. Mm. Ne? Und äh, von daher finde ich das sehr, sehr hilfreich ja? und äh, möchte es auch nicht mehr vermissen sozusagen. Ne? Es ist schon ein, ein luxusfeines Gerät sozusagen. Äh, ja das ne? Also gegen das und was ich halt vorher hatte, muss ich sagen, war das ein Universum und es hat mir das Leben sehr erleichtert sozusagen. Mastering-Guru Friedemann Tischmeier ist selber seit langen Jahren Anwender des Linear Pro und nun auch des Linear 2 Pro. Hier sein Statement. Ich bin ein, ein Riesenfan von dem Linear Pro seit äh, weit über zehn Jahren. Manchmal hatte ich Situationen, wo ich komplette Produktionen auf Kopfhörer gemacht habe. Beispielsweise habe ich äh, für Alan Parsons äh, in den USA mal 30 Stunden Videomaterial gemischt. Mhm. Und das habe ich alles mit dem Kopfhörer gemacht <laughs> und dem Linear Pro. Okay. Und das war sehr ermüdungsfrei. Also, ich konnte sehr, sehr lange einfach ja. hören. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass ich nicht viele Auswahlmöglichkeiten habe, sondern es ist an, aus, laut, leise. Mehr brauche ich nicht. Ich möchte ja. an einem Kopfhörerverstärker nicht, nicht tausend Knöpfe haben. Ich habe ja auch nicht. Ja, ich habe in den Lautsprechern ein EQ, aber der wird einmal programmiert und eingemessen und dann wird er nicht mehr angefasst. Mhm. Ich gehe ja nicht jeden Tag hin und drehe am EQ im, im Abhörweg rum. Das wäre der Wahnsinn. Und mit dieser Konstellation habe ich einfach ein, auch ein, ein, ein Reiseinstrumentarium, meine Reiseabhörer. Die Meinungen der Profis sind ja hier wirklich sehr eindeutig. Ich empfehle zusätzlich unser Video zu den Kalix Studios, Link oben eingeblendet. Mögliche Frontplattenfarben beim Linear 2 Pro sind Silber und Schwarz. So sieht der Linear 2 Pro aus, wenn ihr ihn vom Fachhändler bekommt. Nach dem Öffnen der Verpackung sieht man das Gerät, das Netzkabel, die Bedienungsanleitung, den Geräteprospekt und weiteres Informationsmaterial und die Garantieregistrierung mit Umschlag, wenn das Gerät per Post registriert werden soll. Auf der Lehmann Audio Website ist auch eine bequeme Online-Registrierung möglich. Der Linear Pro 2 hat auf seiner Frontseite zwei Kopfhörerbuchsen und den Lautstärkeregler. Die Kopfhörerbuchsen sind beide klanglich identisch. Für einen identischen Lautstärkeeindruck sollte man dann sinnvollerweise auch zwei Kopfhörer ähnlicher Impedanz und ähnlichen Wirkungsgrades anschließen. Auf der Rückseite ist die Netzbuchse mit Sicherungshalter und Netzschalter und die beiden XLR Combo Eingangsbuchsen von Neutrik. Combo heißt, man kann hier sowohl XLR als auch Klinkenstecker anschließen und natürlich vertragen die Eingangsbuchsen auch unsymmetrische Signale ohne Probleme. Man muss beim Linear 2 Pro eigentlich nichts einstellen. Man kann aber, wenn man Wirkungsgrad ärmere Kopfhörer hat, also sozusagen die Lautstärke dauernd weiter aufdrehen möchte, als der Regelweg hergibt, die Maximalverstärkung ändern über die Dip-Schalter unten drunter. Die Schalter 1 erhöhen die Maximalverstärkung um 10 dB. Und wenn man beide Schalter aktiviert, dann hat man eine Verstärkungserhöhung um 20 dB. Der Linear 2 Pro wird wie alle Lehmann Audiogeräte komplett in Deutschland hergestellt und vor dem Einpacken wird jedes einzelne Gerät an unserem Audio Precision Messplatz auf Einhaltung der Spezifikationen überprüft. Übrigens haben die Firmen Sennheiser und AKG jeweils Lehmann Audio Kopfhörerverstärker für herausragende Produktpräsentationen und Produkteinführungen eingesetzt. Und die legendären Bauerstudios in Ludwigsburg verlassen sich ebenfalls seit Jahren auf Geräte von Lehmann Audio. Ja, soweit die Ausführungen zum Linear 2 Pro. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg bei den Produktionen.